Okay, nur ganz kurz. Also ich gebe dir recht, also ich habe die Tendenz, Erfolg für mich viel schmaler zu sehen. Da habe ich tatsächlich von Jacqueline viel gelernt. Dass Erfolg eben auch, also ich war mal mit ihr zusammen auf einer Frauenkonferenz, also Business, Frauen im Business. Und das war unglaublich, weil das war unglaublich bunt. Also ich kam gerade von einer Männer-Business-Veranstaltung und da war alles so in Grau und Anthrazit und dunkelschwarz und hellschwarz und so. Und da waren sehr viele Farben. Und dann aber auch die Farben, die sich in der Kleidung gezeigt haben, haben sich auch irgendwie in den Köpfen gezeigt. Weil da war eine Künstlerin, die hatte ein Mini-Atelier. Ich glaube, und also von dem, was sie erzählt hat, hat sie nicht viel Geld verdient, aber sie war glücklich und wurde von der Businessfrau, die einen 500-Mann-Betrieb aus dem Nichts hochgezogen hat, genauso akzeptiert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, boah, wenn ich jetzt eine kleine Bäckerei aufmachen würde mit den besten Croissants von München, aber ich kann halt nur so wenig produzieren, dass es halt reicht für die Straße und dass es reicht für die Miete, und sonst aber nicht viel hängen bleibt. Da würde ich wahrscheinlich nicht den Businessman Award gewinnen. Ja, Damit, ja. ja. Da kommt auch gerade der Gedanke zum Thema expandieren, ne? Weil der männliche Gedanke, kann ich das so pauschal sagen, ich mache eine kleine Bäckerei auf und dann kann ich damit meine Brötchen verdienen und dann überlege ich mir irgendwann, okay, wie mache ich denn die zweite Bäckerei auf? In der nächsten Stadt. Wieder Genau. so Männer denken, willst du das damit sagen? Und das, was du Ja, also gelernt hast. dass wir eher dazu aufgefordert sind, natürlich zu denken, naja, okay, also eine kleine Bäckerei ist noch nicht, wie berühmt bist du, naja, wie mächtig bist du, naja, wie viel Geld verdienst du damit, naja, also eine zweite Bäckerei, weil dann ist das schon mal doppelt so viel. Und dann ist natürlich die Logik in unserer, also das ist, glaube ich, hat auch, und das hat auch, glaube ich, was mit Männern in unserer Kultur zu tun, weil ich, was weiß ich, Redner mit einem Amazonas-Indianer in Südamerika, der wird jetzt nicht noch ein Blasrohr sich zulegen und noch ein Blasrohr. Ja. Weil der denkt, ich schlepp's eh nicht durch den Urwald. So. Aber das heißt, da werden wahrscheinlich auch von Kulturraum zu Kulturraum andere Gesetze Ich verstehe. gelten. Aber ist es auch so, dass du, um bei diesem Beispiel Bäckerei beste Croissants zu bleiben, dass du dann zwar genau das machst, was dir Spaß macht, was du gut kannst, aber diesen Erfolg nicht genießen könntest, weil es halt nur eine kleine Bäckerei ist? So ein bisschen ja. Also so ein Weil ja bisschen die geht. Gesellschaft sagt, müsstest ja expandieren, du müsstest ja größer, du müsstest ja eine zweite Filiale aufmachen. Genau, also ich habe zwei Zauber-Theaterprogramme kreiert in meinem Leben, die sehr theaterlastig sind, also wo Theater und Zaubern sich sehr treffen. Und das ist auf der einen super, weil es total das Alleinstellungsmerkmal und sowas hat es noch nicht gegeben oder nicht so viel. Und so wie ich das gemacht habe, war das auch. Hat es gut funktioniert, aber es hat sich nicht so gut verkauft. Das war schwierig zu vermarkten. Und irgendwann war bei mir sozusagen der innere Businessman auf der Matte gestanden und gesagt, so, Schatzebär, das ist schön, was du da machst. Das ist künstlerisch auch sehr wertvoll, aber es zahlt nicht die Miete. Und du musst jetzt bitte irgendwas tun, wo du das machen darfst, du darfst das gerne machen, wenn es dir Spaß macht, aber du musst auch ein bisschen gucken, dass hier nicht nur du im Landkreis Ebersberg der Lokalhero bist. So. Also da habe ich schon intern diesen Druck gespürt. So. Und manchmal, und es treibt einen ja auch vorwärts, das ist ja auch, das hat ja auch gute Aspekte, aber halt auch nervige. Okay. Um jetzt aber nochmal auf die gläserne Decke im Kopf zurückzukommen, Ja. können wir da nochmal die Brücke schlagen, was dieses dein Theaterkonzept mit der gläsernen Decke im Kopf zu tun hat? Ja, ich glaube, Jacqueline hätte das Theater weitergemacht. Ah, okay. Die hat gesagt, oder? Ja, wenn du mich so fragst, klar, weil es ist einfach was Schönes. Es war ein schöner Abend. Und der Inhalt war super. Und das war wie ein kleiner Rohdiamant. Den hätte man jetzt noch ein bisschen zu Ende schleifen müssen. Also das vor allem das zweite Stück. Und dann wäre das schön gewesen. Viel Arbeit aber. Und vielleicht hätten es nur ein paar Leute gesehen.
Aber wäre schön gewesen. Und das hätte mir erstmal schon gereicht. Also ich kann Ja. natürlich schon verstehen, dass man irgendwie, also ich muss ja auch Miete bezahlen, ne? So ist es nicht. Sind wir Frauen ja nicht in einer völlig grundlegend anderen Dimension unterwegs. Aber ich glaube, wäre länger dran geblieben. Und es wäre mir ein bisschen mehr egal gewesen, was auch die anderen Zauberer denken. Okay. Es ist so, die gläserne Decke im Kopf ist einerseits die gläserne Decke, die einen daran hindert, erfolgreich zu sein, aber auch die einen daran hindern kann, glücklich zu sein. Beides, ja. Also Ja, es ich kann ja das glaube, eine oder das andere sein, ne? das kann beides sein. Also, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt angucke, also wenn wir auch in die, also, wobei es für mich nicht nur diese gläsernen Grenzen im Kopf, da geht es nicht nur in den Unterschied zwischen Männern und Frauen, aus meiner Sicht, ne? Sondern das spiegelt sich auf vielen anderen Ebenen. Nur da kann man sie sehr schön, finde ich, plakativ nochmal zeigen. Ja? Weil wir sie als Gott gegeben an vielen Stellen wahrnehmen. So ist es, wie mit Rosa und Blau, was die Jacqueline erzählt hat. Zum Beispiel, einer meiner Techniker für eben eines dieser Theaterstücke, war ein junger Mann, der sehr, ich sag mal, das war ein sehr weicher junger Mann. Ein sehr netter. Keiner von den Harten. Und der war so von seinem Verhalten eher auf der femininen Seite unterwegs. Zurückhaltend, eher ein bisschen bescheiden, einer, der gut zuhören kann, einer, der nett ist, der sich nicht permanent in den Vordergrund spielt. Also Attribute, die wir jetzt gerade ja immer auf die weibliche Seite rüber zugeschrieben haben. Der hat aber sozusagen auf der Männerseite mitunter einen harten Stand. Also um akzeptiert zu werden unter den Männern, manchmal auch um eine Freundin zu kriegen von der Frauenseite. Aber in seinem Kopf ist auch so, oh, er ist eigentlich, bin ich hier nicht so richtig. Und bin ich falsch, so wie ich gerade bin. Und der Punkt ist nur, der ist nicht falsch, sondern er muss vielleicht nur andere Strategien machen, sich genauso die Erlaubnis geben, um glücklich zu sein, oder eine Karriere zu machen. Wie tick ich denn eigentlich? Also da ist für mich ein Großteil meiner Schauspielausbildung habe ich eben Method Acting gemacht. Method Acting ist also diese amerikanische Schauspielschule. Und da war für mich, da gibt es unglaublich viele Methoden und wie man da tief in das Rollenspiel eintaucht und solche Sachen. Aber was für mich dann irgendwann mal mit all diesen Methoden und verschiedenen Strategien meine Übersetzung dieses Begriffes Method Acting geworden ist, ist, es ist eine Methode, wie ich spielen kann. Und dazu muss ich wissen, wie ticke ich. Und zwar ich als Mensch. Nicht als Mann und nicht als Frau. Ja, da habe ich auch gleich noch was zu sagen. Ja, ich weiß, lass mich noch den Gedanken zu Ende machen. Und das heißt, wenn ich weiß, wie ich ticke, dann kann ich mir für die jeweilige Situation auch das Repertoire an Strategien überlegen, die für mich da hilfreich sind, damit ich Karriere mache oder glücklich bin oder in einer guten Beziehung lebe oder was auch immer da ist. Und da, glaube ich, können wir einfach viel miteinander le lernen. Also auch in der Unterschiedlichkeit, auch wenn sie von mir aus nur gesellschaftlich geprägt ist, aber diese Unterschiedlichkeit, die Diversität ist, finde ich, ein großer Gewinn im Zusammenleben, im Zusammenarbeiten. Okay, ich habe jetzt gerade was ganz Wichtiges rausgehört. Kann ich die gläserne Decke umgehen oder habe ich sie gar nicht über mich, je besser ich mich kenne? Habe ich das richtig verstanden, dass das der Ansatz ist? Ich kann besser damit umgehen. Okay. Also wenn die gläserne Decke zum Beispiel bei Howard und Heidi ist, dass Frauen nicht direkt sagen können, ich will 100 € mehr, sondern über Bande gehen, dann ist das eine Strategie, die der Rechnung trägt, dass es diese blöde Decke im Moment gibt. Und wir können darüber diskutieren, ob Feministinnen und Feministen diese Decke vielleicht wegnehmen können. Also auch durch politisches Engagement. Aber erstmal ist sie noch da. Und wie gehe ich als Individuum damit um?
Okay, super Überleitung übrigens. An euch mal gefragt, vielleicht, ja. Jacqueline, wo liegen eure gläsernen Decken und wie habt ihr die für euch umgangen oder beziehungsweise ja, wegrationalisiert? Meine gläsernen oder bist du zuerst? Ich hatte Jacqueline gefragt. Aber. Ja, okay, dann fange ich erstmal an. Jetzt habe ich den Gedanken von vorhin vergessen. Ne? Vielleicht kommt er auf den Kopf. Das ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall ist so, meine gläserne Decke war ganz zu Beginn, darf es sowas wie mich überhaupt geben? Ne? Ich habe blonde Haare, ich trage gern hohe Schuhe. In unserer Kultur ist das so ein bisschen, bin ich jetzt doof? Mhm. Ne? Habe ich überhaupt was zu sagen? Darf ich im Minikleid was sagen? Darf ich Männern was sagen? Habe ich denen was zu sagen? Darf ich Frauen was sagen? Mit der ganz besonderen Lebensgeschichte, die ich mein eigen nenne. Und mein Weg, da bin ich sozusagen ein bisschen beeinflusst von Monsieur Gaston, muss ich ehrlich sagen, ist so, ich habe mir kleine immer wieder kleine Situationen gesucht, wo ich das machen darf. Okay. Und habe festgestellt, hier funktioniert es. Ich gehe aufs nächst größere Risiko. Also ich gehe vom kleinen Werkraum Vorführung mit 10 Leuten gehe ich in das nächst größere kleine Kleinkunsttheater im Keller mit 100 Leuten. Und okay. Gehe von dort in zu einer befreundeten Firma, wo ich mal eine Show mache für 10 Leute in der Firma. Biete es dann für Weihnachtsfeiern als Alternative. Entweder Sie können Monsieur Gaston buchen oder Sie können mich buchen. Und mache sozusagen eine Mini-Marktforschung und merke, ich werde zu 30-40% werde ich gebucht. Ich merke, ich kann nicht nur lustig sein und auf der Bühne was zaubern, sondern ich habe da auch was zu erzählen. Durch das, wie ich mein Leben lebe, was ich da erfahre und in der Art und Weise, wie ich meine Erlebnisse verarbeite, weil ich ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich, in der einen Seite habe ich die Erfahrung meiner 50-jährigen Menschen und zum anderen habe ich ist für mich alles sehr neu. Ja, viele Erlebnisse sind für mich sehr neu, wie für ein, ja, fast wie für ein Kind oder wie eine Pubertierende, weil ich ganz viele Sachen zum allerersten Mal erlebe. Sagen wir vielleicht am Schluss noch dazu, warum das bei mir so ganz speziell ist. Okay, das heißt, um es kurz zusammenzufassen, anstatt höher, schneller, weiter, hast du anders, anders, anders gesucht. Habe ich das genau. richtig verstanden? Ja, und eben immer, immer, also kleine Schritte, um es langsam aufzuweiten. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich benutze es A zum Üben und B als Marktforschung, um rauszukriegen, hat das Relevanz, was ich mache und wie muss ich es drehen in der Kommunikation zu jungen Leuten, alten Leuten, Männern, Frauen, Chefs, Sekretärinnen, was auch immer. Was muss ich verändern, damit meine Herangehensweise einen Nutzen für mein Gegenüber bringt? Super. Und Gaston, wo lagen deine gläsernen Decken? Oder liegen vielleicht immer noch? Meine gläsernen Decken, in letzter Zeit war eine sehr große gläserne Decke oder ist eine gläserne Decke, an der ich arbeite, mein inneres Bild als Unternehmer, weil ich Unternehmer immer als was sehr Menschenverachtendes, Brutales, Todbringendes erlebt habe. Das kommt, also ich weiß inzwischen, das kommt aus meiner Familiengeschichte raus. Mein Großvater war, sage ich mal, nicht der Allernetteste. Und mein Vater war auch jemand, der war sehr stark mit Depressionen geplagt. Und wollte eigentlich nicht so wirklich leben. Und das kam, und das war sein Papa. Und das hat sich so hier fortgesetzt. Und da habe ich für mich. Unternehmerische, sorry, ich muss da ganz kurz rein. Das heißt, das Denken, dass das Unternehmerische nicht gut ist. Genau. Kommt vom Großvater. Kommt vom Großvater, tradiert auf den Vater, tradiert auf mich. Okay. Und das musste ich für mich raus.
finden. Oder da arbeite ich im Moment gerade an dieser, die ist nicht gerade dünn, diese gläserne Grenze in meinem Kopf. Aber dass ich sozusagen das, was ich gut kann oder das, was ich da, wo ich schon auch einen Wert in meiner und unserer Arbeit für diese Gesellschaft, für Unternehmen sehe, dass ich das auch nach außen zeige und dass ich Unternehmer bin, was ich schlussendlich schon lange bin, aber mich auch immer auch ein Stück weit bremse, immer ein Stück weit gegen die eigene gläserne Wand renne. Und dann manchmal mir denke, der Markt ist nicht richtig. Das ist das und das passt gerade nicht. Und ich merke, ja, aber ich baue es mir so. Ja, und das musste ich für mich rausfinden. Gut, danke fürs Teilen und danke, dass du so, also Danke für dass die du das Ehrlichkeit. so ehrlich in unserem Interview teilst. Vielen Dank. Ich würde Ja. gerne die Jacqueline noch mal was fragen, wenn ich darf, Ja. Bastian. Oh, da muss ich drüber nachdenken. Also wollen wir es verhandeln, Katja? Antrag, lass uns verhandeln. Es ist aber für das gute Ganze, für das große. Ah, okay, für die Hörerinnen, die gerade Ja, dabei sind. genau, ja, ich glaube. Einfach mal, um zu verstehen, Jacqueline, warum glaubst du, dass du mit Frauen nicht reden darfst oder für Frauen nicht reden darfst? Das habe ich so rausgehört und habe gedacht, hä? Du bist doch eine Frau, warum sollten Frauen dir nicht zuhören wollen? Naja, sagen wir so, weil ich würde schon sagen, eine besondere Frau, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es schon an dieser Stelle, sollen wir es Ich glaube, wir schon sollten es auflösen, weil ich glaube, sonst sind, glaube ich, alle ganz verwirrt. Also, verwirrt, wie wir so, sind ja. alle besondere Frauen, aber in welcher Art bist du besonders? Genau. Wir machen das folgendermaßen. Mir ist nämlich wieder eingefallen, was ich vorsagen wollte als Idee. Und zwar, was ist für euch, oder was ist für dich, Katja, sozusagen die ideale Frau? Kannst du mir ein paar Eigenschaftsworte sagen? Die ideale Frau, was mir so im In Kopf unserer vorkommt. Gesellschaft, was passiert, was fällt dir da sein? Die ideale Uhu. Frau. Gut, dass sie mich nicht gefragt hat. Ja, dann frag doch lieber Was ist Sebastian. Sebastian? Komm, was ist denn für dich die ideale Frau? Für mich? Ah, okay. Also, für mich ist die ideale Frau jemand, die im Leben steht und sich dort auch wohlfühlt und die für sich, also zu sich selber ehrlich ist und was das mit mir zu tun hat. Ich glaube, dass wenn die ideale Frau sich gefunden hat und sich versteht und sich selber auch annimmt, wer sie ist, im Sinne der Selbstliebe und der Selbstwahrnehmung, kann sie auch viel besser dann für andere da sein und quasi eine tolle Ehepartnerin sein oder eine tolle Freundin sein. Genau, aber dass sie erst bei sich anfängt und dann für andere da ist. Das ist wichtig. Weil das habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr wenig Frauen da draußen gibt, die sich selber so annehmen, wie sie sind. Katja, ist dir inzwischen was eingefallen? Ja, die ideale Frau ist für mich eine Frau, die sich selbst ihre Rolle sucht und die für sich selber erkennt, in welcher Rolle fühle ich mich denn wohl. Bin ich Mutter und bin das aus Leib und Seele und mache auch nur das, weil das wirklich meine Rolle ist, die ich einnehmen möchte? Oder möchte ich beides sein? Möchte ich Mutter sein und beruflich erfolgreich sein? Und dann wirklich für sich erkennen, was ist denn mein eigener Weg? Und da auch es wirklich schafft, diesen Weg zu gehen und nicht zu gucken, was die Gesellschaft sagt, was denn so verlangt wird von Frauen. Und was ist der ideale Mann? Puh. Katja zuerst. Ideale Mann, eigentlich auch. Also eigentlich auch. Also aus dem Bauchhaus würde ich dann noch eher sagen, also ich bin in der Frauenrolle oder mit der Sicht auf Frauenrolle bin ich flexibler, merke ich so gerade bei der Reaktion, weil grundsätzlich würde ich sagen das Gleiche, dass der Mann für sich irgendwie seine Rolle findet. Aber beim Mann ist noch eher für mich so was ich mir so drunter vorstelle, ist noch eher so dieses, ja, seinen Mann stehen und eine Position auch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein, weil es ihm Spaß macht. Also nicht, weil des Erfolges willen, sondern halt, wenn ich merke, jemand ist erfolgreich, ist eher so das Gefühl, da bin ich beeindruckt, aber eher, weil ich glaube, okay, der macht seine Sache gerne und gut. Das ist für mich eher so das Wichtige am Kriterium Erfolg.
Aber ansonsten, also ich würde gerne sagen, gleich wie bei Frauen, aber es ist doch noch ein bisschen was anderes. Mhm. Ich würde beim Mann, weil es mir auch ein ganz wichtiges Thema ist, das Thema Eigenverantwortung sehr weit in den Vordergrund schieben. Mhm. Also ich habe mich mit Freundinnen unterhalten und Kolleginnen und so weiter und gefragt, was ist denn für dich, was passiert denn, wenn der Mann andauernd, nee, kann ich nichts für und ja, kein Geld und ich kann ja auch nichts daran ändern und mein Job, ja, der macht mich halt unzufrieden. Wie wirkt das auf die Frau, wenn der Mann quasi in der Opferrolle ist und nicht für sich er selbst erkennt, dass er derjenige ist, der da sich rausholen kann? Und da habe ich festgestellt, weil das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema, eben die Eigenverantwortung, dass es auf eine Frau Eindruck macht, ja, oder eine Frau sich sicher und geborgen fühlt, wenn der Mann dann auch an der Stelle für sich die Zügel in seinem Leben in der Hand hält. Mhm. Noch eine Frage an euch beide. Was ist denn der ideale Mensch? Was ist ein idealer Mensch? Wie ist der? Der mit sich selber im Reinen ist. Der mit sich selber im Reinen ist, der seinen eigenen Weg sucht, der für sich selber verantwortlich ist, der seine Rolle für sich findet. Und das, was er oder sie macht oder der Mensch wirklich mit Herz und Seele macht. Mhm. Ja, dem kann ich mir anschließen. Mhm. Aber mir ist gerade was aufgefallen, ganz kurz. Sind wir nicht die Interviewer? Ich weiß, ich habe kurz. Hinaus, Jacqueline. Der Punkt ist, ich fand jetzt ganz spannend, ihr wart sehr, sehr feinfühlig und sehr weich, weil wenn man oft, also bei dem, auf der Männerseite waren mehr so die sozusagen, ich sage mal Klischees, ne? Selbstständig und Starkes zeigen und nicht in der Opferrolle sein und so. Frauen selbstbestimmt. Also da merkt man schon, dass die Frauenseite sozusagen, da ist schon mehr Freiheit in das System drinnen als für uns. Mhm. Gleichzeitig ist so, wenn man fragt, was ist der ideale Mensch, ganz oft, plötzlich lösen sich diese komischen Zuschreibungen aus. Mhm. Bei Mensch geht es nicht mehr darum, dass er denn seinen Mann steht oder dass er nicht in der Opferrolle ist oder sowas, sondern der Mensch ist ein Mensch. Es sind Männer und Frauen, sind aber beide Menschen. Ich finde das manchmal spannend, dass wenn man fragt nach Männern und Frauen, man kriegt andere Antworten, wie wenn man fragt nach Mensch. Das ist für mich so ganz spannend. Ja. Und und ich glaube, ich würde die Genese meiner Person, ich glaube, die würde ich gern Monsieur Gaston erzählen lassen, wenn es für euch, weil das hat viel mit Frau sein, Mann sein, ja, und Mensch sein zu tun. Gerne. Okay. Machst du mal? Ja. Also es war so, dass für eines dieser Zaubertheaterprojekte, die ich schon erwähnt habe, für das letzte, das jetzt vor ungefähr 8 Jahren über die Bühne ging, hat mein Regisseur und mein Schauspieltrainer zu dem Zeitpunkt gesagt, Gaston, du brauchst mal eine neue Herausforderung. Spiel doch mal eine Frau. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Mhm. Weil das bin ich völlig behämmert. Was sollen die Leute denken? Mein Image, ich wohne auf einem echt sehr kleinen Dorf mit 70 Einwohnern mitten in Bayern. Das ist keine gute Idee. Und da war für mich, aber schlussendlich hat die Neugier hat überwogen und ich habe schlussendlich dann 5 verschiedene Frauen und 5 verschiedene Männer in diesem Theaterstück gespielt. Und eine dieser Frauen ist die Jacqueline, die mich jetzt seit 8 Jahren begleitet, die von mir gespielt wird. Mhm. Aha. Und das heißt, ich bin. Ach, ihr seid ja gar nicht zu zweit. Wir sind gar nicht zu zweit. Ich bin so halb im Moment gerade. Jetzt fühle ich mich aber verarscht, will mein Geld zurück. Wir haben es auch doppelt bezahlt. Du hast auch doppelt bezahlen. Und habe die Perücke von Jacqueline hier an meiner Seite. Ich kann ja vielleicht mal die Kamera. Ja, mach mal die Kamera an, genau. Jetzt funktioniert die Kamera auch wieder. Ja, toll. Was ist das hier für ein Interview? Hi, salut. Also ich bin hier, ich zeige mal ganz kurz, das ist die Perücke von Jacqueline. Und das ist die Schminke von Jacqueline. Und die Ohrringe. Und die Ohrringe auch, ja, genau, so hier. Und
Ich habe relativ viel geübt und bekam aber sozusagen auch da in den kleinen Werkschauen immer wieder gespiegelt, ja, es ist schon ganz gut, was du machst, aber es ist nicht authentisch. Und dann habe ich mich besonnen, was meine Lehrer vom Method Acting an der Stelle immer machen. Also zum Beispiel Dustin Hoffman für Tutsi, die leben halt in der Figur über lange Zeiträume. Und das habe ich auch gemacht, einfach um zu üben. Also nicht nachdenken zu müssen, wie bewegt sich eine Frau, bewegt sich ein Mann, weil das überlegt man sich ja nicht bewusst so im Alltag. Weder du, Bastian, noch du, Katja, wie bewege ich mich, sondern man bewegt sich so. Wie auch immer das dann schlussendlich zustande kommt. Und dann habe ich das geübt und da passieren zwei Sachen. Zum einen übernimmt die Figur ein Stück weit die Führung. Und zum anderen vergisst die Umwelt nach einer gewissen Zeit, dass das gar nicht wirklich Jacqueline ist, sondern man denkt, die denken alle im Bereich von, das ist halt jetzt ein echtes Gegenüber, also je länger man das spielt. Und plötzlich, aber innen drin war ich ja immer noch, also zumindest ganz klein irgendwo, war immer noch ich da. Und ich war ganz viel in Situationen, wo ich plötzlich gemerkt habe, boah, krass, hier passiert gerade was völlig Neues, was ich so noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie erlebt, wie ein Mann eine Frau angräbt und da ein bisschen zudringlich wird. Ich habe aber auch noch nie erlebt, wie Frauen dissen und sie runtermachen, weil sie nicht so schön oder nicht so schlank ist wie die andere. Hatte noch nie erlebt, wie es ist, als Frau eine dunkle Straße entlang zu gehen und plötzlich hört man hinter sich Männerschritte und in mir schoss Panik hoch und mir war klar, Jacqueline hat jetzt Panik, wenn ich da entlang laufen würde ohne High Heel und halt in Schlabber Jeans, wie ich das normalerweise mache, dann hätte ich keine Panik. Also ganz offensichtlich gibt es zwei verschiedene Kulturräume zwischen Männern und Frauen. Und dann hat mich angefangen zu interessieren, warum ist das so? Also woher kommt das? Ist das genetisch? Ist das gesellschaftlich? Ist es sozusagen eher die Genderforschung? Ist es eher die Biologie? Woher kommt's? Was für Auswirkungen hat's? Also unabhängig auch davon, woher es kommt. Ja? Und was können wir voneinander und miteinander lernen? Und seitdem, da habe ich dann angefangen, Vorträge dazu zu erarbeiten, Workshops. Ich gehe auch immer wieder als Frau in Situationen inzwischen sehr gezielt, um Sachen rauszukriegen. Was ist hier anders? Okay. Oder auch, genau, also, und also wer solltet ihr da draußen Ideen haben, wo kann ich mit euch als Jacqueline hingehen? Sag Bescheid. An der Stelle ganz, ganz kurz, Christoph, bevor du weitermachst, wir haben eine sehr, sehr aufmerksame Zuschauerin gerade bei Facebook. Ja. Kennst du noch die Angelika Renate Leupelt? Ja, natürlich. Ja, also mal abgesehen davon, dass sie hier ganz, ganz viel schreibt und ganz herzliche Grüße bestellt, mal danke auch zurück. an die Ladies da draußen. Die Angelika schreibt hier gerade, dass sie für sich selber sich dadurch besser kennengelernt hat, indem sie Gaston kennengelernt hat. Also falls ihr glauben solltet, okay, wie kann man wirklich eine Frau so darstellen, dass man ihr das abgenommen wird? Angelika ist der Live-Beweis dafür, weil sie sagt, hey, der Gaston hat das so authentisch rübergebracht und mir so geholfen. Wir haben ja eben über das Thema gläserne Decke gesprochen, das, wie soll man sagen, durchzubrechen, zum Gehen, zu neutralisieren. An der Stelle, hast du da vielleicht einen ganz kurzen Einblick, einfach mal für diejenigen, die uns zuschauen, zuhören, weil du gerade Seminare sagtest, was da gemacht wird? Warum kann ich mich da, warum lerne ich da, mich als Frau besser zu verstehen? Ich gehe mal kurz in die Jacqueline rein, kleinen Moment. Cool. Und auch hallo an die anderen Zuschauerinnen, sehe ich gerade. Die Asime ist dabei, die Nadine ist am Start und die Christina schaut ebenfalls zu. Schön, dass ihr da seid. Muss man.
da bin ich, also muss das mit den Haaren irgendwie hinkriegen. Und zwar ist so, wenn ich so bin, und den Workshop halte ich jetzt erstmal im Moment in der Phase, in der ich gerade bin, in der Arbeit, sozusagen nur für Frauen. Ja, ich arbeite auch an einer Version für Männer und an einer Version vielleicht für gemischt, da bin ich sozusagen an Ideen entwickeln. Aber für die Frauen, da kann ich wirklich was sagen, was da entsteht. Weil je mehr sozusagen diese Wirklichkeit so existiert, dann entsteht irgendwann so ein Gefühl von wir Frauen untereinander. Und gleichzeitig ist natürlich allen bewusst, dass Monsieur Gaston ist irgendwie präsent, ne? Das heißt, wenn ich jetzt was erzähle über, zum Beispiel über Heldengeschichten oder Heldinnengeschichten, dann schwingen immer beide, dann schillern immer beide Welten miteinander. Ja? Und was dann, und das heißt, dadurch, dass ich auch oft Sachen zum ersten Mal erlebe, ne? Wenn ich zum ersten Mal in einer Disco bin und tanze, und plötzlich habe ich einen Verehrer und denke mir, oh mon Dieu, das ist sehr schmeichelhaft. Und im nächsten Moment denke ich mir, Gott, wie kriege ich den jetzt wieder los? Dann ist das sozusagen eine Situation, die kennen viele Frauen. Aber für mich ist so, ich erlebe das halt dadurch, dass ich es nicht jetzt jeden Tag so lebe. Ich erlebe es selten und punktiert und kann mir dann sehr genaue Gedanken darüber machen, was ist hier passiert und warum bin ich rausgekommen, wie bin ich rausgekommen. Und dann kann ich sozusagen, das hat für mich immer einen höheren Bedeutungswert erstmal, weil es ist das erste Mal. Und dadurch, dass ich darüber erzähle, ist das auch nochmal für die Hörerinnen das erste Mal, wenn sie es hören. Auf diese Art und Weise und wird nochmal anders überprüft. Ne, habe ich recht? Habe ich nicht recht? Es ist ein bisschen gegen die Gewohnheit und dadurch wird nochmal mehr im System überprüft, wie viel Wahrheit ist für mich an dem, was hier gerade in der Übung steckt oder in dem Gesagten steckt, im Gegensatz zu dem, wenn ich mir das mein ganzes Leben lang schon so denke. Ne? Also das so ein bisschen gegen den Strich bürsten, damit es einem bewusster wird, was da passiert. Gleichzeitig habe ich mir natürlich auch Übungen überlegt, wie zum Beispiel so, sich miteinander so spielerisch zu rangeln. Das, was die Jungs im Kindergarten dauernd machen und wozu man sie auffordert, dass wir als Mädchen und als Frauen auch ein Gefühl dafür kriegen, man kann miteinander sein, körperlich kämpfen und rangeln und es geht nicht wirklich um Gewinnen und Verlieren. Das ist ja der Unterschied, wenn Frauen miteinander rangeln und wenn Männer miteinander rangeln, ist die Männer gehen danach Bier trinken, ist vorbei. Das heißt, du kommst aus der Männerwelt, kennst die Männerwelt gut und dadurch, dass du die Jacqueline-Rolle hast und darin auch wirklich phasenweise länger gelebt hast oder beziehungsweise immer mal wieder sich da richtig reingedacht hast und die jetzt zuschauen, man sieht auch ganz deutlich den Unterschied in der Mimik. Oui. In der Körperhaltung, in der Kopfhaltung, ob du Jacqueline oder ob du Gaston bist. Mhm. Das heißt, du kannst auch die Frauenwelt verstehen. Das heißt, du kannst wirklich es schaffen, da eine Brücke zu bauen und gucken, was kann die eine Gruppe von der anderen Gruppe lernen. Genau. Und für die Frauen in dem Workshop, da darf Monsieur Gaston darf auch einmal kommen. Mhm. So, für 2-3 Stunden. Und dann, wir machen etwas, es basiert auf einer Idee von Dr. Peter Modler. Ein Männerbarometer. Das heißt, da kannst du dann, Katja, sagen, okay, also mein Problem ist, letztens war ich mit Bastian und der war ein totaler Schnösel und hat das und das und das und das gemacht. Und dann geht Monsieur Gaston in der Rolle von Bastian und spielt diese Situation mit dir durch und kann dir dann hinterher ein bisschen erklären, wie es den Männern geht an der Stelle. Warum reagieren die so? Mhm. Weil an der Stelle kommen schon auch zwei Kommunikationssysteme aufeinander und wir sprechen dieselbe Sprache, aber vor allem körpersprachlicher Ebene, da sprechen wir unterschiedlich auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlicher Sprache und deswegen kommt es manchmal zu Missverständnissen,
Und das kann man dann bei dieser Übung sehr gut mal ausprobieren. Wie kann ich da eine andere Lösung für mich finden, um mit meinem Chef, mit meinem Untergebenen, mit meinen Kollegen, mit meiner, wem auch immer, halt umzugehen. Du hast bei dem, wir haben uns ja bei einem deiner Vorträge oder bei einem von euren Vorträgen kennengelernt und da sagtest du was ganz Schönes in Bezug auf die gläserne Decke. Ich kriege jetzt nicht genau den Wort dazu, aber man muss sich manchmal trauen, sich das oder sich dieses Denken überhaupt erlauben. Kannst du das mal erklären? Noch gar nicht mal großdenken. Nicht groß, sondern einfach sich das überhaupt sich, mal vertrauen. Sich erlauben, also für mich ist sozusagen die Erlaubnis, also weil Monsieur Gaston, das hat er vorher, glaube ich, da hat er sich nicht getraut, da hat er sich angeschissen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, eine große gläserne Decke für ihn ist, darf er im Minikleid und Haare und geschminkt und hohe Schuhe auf der Bühne gehen? Und schlussendlich geht es darum, sich die Erlaubnis zu geben. Ja? Das ist auch eine Idee aus dem Schauspiel, die für das Alltagsleben ist gut anwendbar. Da gibt es einen schönen Satz, der heißt, fake it till you make it. Also ja. Tu so lange so, bis es so ist. Das heißt, Monsieur Gaston hat, sagen wir, so lange geübt und so lange getan, dass er ist ein französisches Showgirl. Ne? Das im Moment sozusagen wahrscheinlich auch ein bisschen, ein Hauch davon, auch draußen an den Bildschirmen, sich jetzt gerade diese Illusion einstellt. Für ein bisschen. Ne? Und plötzlich kreiere ich den Flair eines französischen Showgirls und ich bin genauso 50 Jahre alt und wiege genauso 90 Kilo wie Monsieur Gaston. Und das heißt, ich hätte eigentlich erstmal, hätte mich niemand dazu gecastet, kein Regisseur hätte mich besetzt, nichts. Ich habe schlussendlich mir die Erlaubnis gegeben, so zu sein, und die Wirklichkeit folgt dieser Erlaubnis hinterher. Okay. Du hast auch gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt in dem Umkehrschluss. Ich habe das einstudiert und geübt und geübt. Und jetzt mal die Frage an die Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen und Hörer. Wie viele Dinge habt ihr auch im Laufe eurer Erziehung, bis ihr erwachsen geworden seid, immer wieder eingeübt, sodass sie zu eurer Realität geworden sind? Also das eine, was der Gaston sagt, ist, er hat es bewusst einstudiert, Jacqueline zu übernehmen. Aber wir haben ja auch Dinge, die gläserne Decke, die wir uns selber immer wieder auch eingeübt haben und die uns, dadurch, dass wir uns das eingeübt haben, uns selber auch immer blockiert haben. Und dadurch kann ich mir jetzt, wenn ich mir die Erlaubnis gebe, zum Beispiel, also ich bin zu jung für das, was ich tue, ich bin zu alt für das, was ich tue, ich bin zu dick für das, was ich tue, ich bin zu dünn für das, was ich tue, ich bin zu sehr Mann für das, was ich tue, ich bin zu sehr Frau für das, was ich tue. Diese Glaubenssätze. Ja. Schlussendlich ist meine Erfahrung, ich kann sie auch immer überschreiben. Kann andere Glaubenssätze an ihre Stelle setzen. Das ist manchmal ein langer Prozess, manchmal ist es schmerzlich. Aber wenn man das nur lange genug macht, dann kriegt diese neue Realität, wird wirklich eine Realität. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Also das liebe ich auch an dieser Erfahrung, diese Arbeit gemacht zu haben und weiterzumachen. Ja. Super. Wenn jemand sagt, oh, ich fand das jetzt so spannend, ich möchte an so einem Workshop teilnehmen oder ich möchte dich für einen Vortrag buchen, wie kann man dich erreichen? Am besten ist es, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich bin noch oldschool, ne, weil, weiß schon. Oldschool wäre ein Brief. ich glaube, New School ist so Instagram, WhatsApp, tralala. Aber am besten ist also eben info@gaston-florin.de. Okay. Packen wir nochmal in die Shownotes. Mhm. Genau. Das heißt, du bietest an für Einzelpersonen, also um es öffentlich zu buchen, du bietest an Workshops, die man regelmäßig buchen kann. Genau. Und Vorträge auch, wo man einfach so hingehen kann, oder Vorträge für Firmen, die das für ihre Mitarbeiter anbieten? Beides. Beides. Okay. Beides. Aber es wird man alles dann, die Infos dann bekommen. Und ich mache auch, was ich auch immer wieder mache, sind Einzelcoachings, also meistens so für, weiß ich, von Vorstellungsgesprächen, was wahrscheinlich so in eurem Raum ist, was ihr ja auch viel macht. Ich sehr liebe eure Arbeit an der Stelle. Und aber auch für Präsentationen und Vorträge und solche so Zeug, wenn es halt sehr geht um Bühne. Und super. Da kann ich inzwischen halt sehr viel sagen, nun, wie stehe ich als Mann auf der Bühne, wie stehe ich als Frau auf der Bühne? Da habe ich so ein paar Sachen gelernt. Toll. Danke. Super.
Und die Angelika hat gerade auch mal das Resultat erzählt. Also sie hat ja gesagt, sie hat sich besser kennengelernt. Das heißt, sie stand vorher an dem Punkt, dass sie auch selber diese gläserne Decke hat, die sie zurückgehalten hat, wirklich für das einzustehen, wer sie ist. Und sie schreibt gerade, das ist so schön, Angelika, dass du dich hier so beteiligst, total cool, dass du sagst, dass also du bist jetzt, darf man das verraten? Du bist ja eine Frau, also, na gut. Die Angelika ist 48 und seit 8 Jahren ist sie frei. Also seitdem sie anfängt mit, seitdem sie mit Gaston arbeitet oder nachdem sie mit Gaston gearbeitet hat, seitdem ist sie frei und kann einfach die Dinge tun, auf die sie Bock hat und ausprobieren und groß denken vor allem. Das ist ganz, ganz wunderbar. Also eine ganz, wir haben auch noch, Gaston, das ist so geil, also Jacqueline, wir haben ja auch noch so eine kleine Erfolgsstory in unseren Kommentaren. Richtig, richtig toll. Dankeschön auch für deine Offenheit, Angelika. Gut. Ja. An einem für dich perfekten Tag. Wenn du abends ins Bett gehst, ja, wir haben jetzt gerade Jacqueline vor Augen, deswegen fragen wir Jacqueline. An einem für dich perfekten Tag, wenn du abends im Bett liegst und daran zurückdenkst, was hast du an diesem Tag gemacht? Was es zu einem perfekten Tag gemacht hat? An einem perfekten Tag habe ich dazu beigetragen, dass die Welt wird ein bisschen bunter, dass die Männer und Frauen und Menschen dieser, zum Beispiel unseres Landes, dieser Welt, ein bisschen weniger Angst haben vor Sachen, die anders sind, als sie es gewöhnt sind. Weil ich glaube sehr an Diversität und dass das ein Schlüssel ist für Erfolg unserer Gesellschaft und jeder einzelnen Person. Und ich habe dazu beigetragen, dass die Menschen sind ein bisschen freier und erlauben sich, freier zu sein, mehr zu spielen und Sachen auszuprobieren auf eine liebevolle Art und Weise. Toll. Und auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie liegt die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen? 1, man kann überhaupt nichts beeinflussen und 10, wir haben volle Verantwortung dafür, dass es ein perfekter Tag für uns ist. Ich würde gern sagen 9 oder 10. Mhm. Aber ich weiß es auch von Monsieur Gaston, dass sozusagen diese gläsernen Decken, die manchmal so alt sind und so unsichtbar, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt mitzukriegen, da ist eine, diese Wirkung hat. Weil da habe ich viel über Erfolg nachgedacht. Und weißt du, und es gibt Leute, die, also Monsieur Gaston zum Beispiel, muss immer wieder hart daran arbeiten, dass er einfach, kommt immer wieder auch in so kleine depressive Löcher rein. Ne? Und dann muss er einfach nur hart daran arbeiten, der kommt raus, aber er muss hart daran arbeiten, dass er rauskommt, um dann wieder normal zu sein. Das kostet aber ganz schön viel Kraft und Energie. Mhm. Und er hat sich ja nicht ausgesucht, in diesem blöden depressiven Löcher zu sitzen. Und von daher würde ich sagen, ist die Zahl eigentlich realistisch? Für manche Leute eine 6, für manche Leute eine 8, für manche Leute eine 9. Wobei für mich ist für die 6er, da ist ganz oft sozusagen der Schmerz sehr tief vergraben. Und es lohnt sich, den anzugucken an manchen Stellen. Das kann ich von mir sagen. Und ich glaube, da ist er nicht beleidigt, wenn ich sage, das darf ich auch für Monsieur Gaston sagen, dass es sich an der Stelle lohnt, sich den alten Gespenstern zu stellen, damit aus der 6 wird eine 9. Mhm. Mhm. Okay. Vielleicht jetzt so ganz kurz, so faktenbasiert. Was sind deiner Meinung nach die 3 wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft? Oder Mitarbeiterinnen der Zukunft? Für beide Sachen gilt, das Herz mit in die Arbeit nehmen zu können und zu dürfen. Das ist eine Botschaft auch an der Chefs. Ich glaube, wir müssen in der Lage sein, das Stichwort dafür ist Agilität, aber dass wir mit den Unwägbarkeiten einfach gut zurechtkommen können. Improvisationstheater ist dafür zum Beispiel eine der besten Trainingsmöglichkeiten, um schnell auf alles Mögliche reagieren zu können, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Und
sich sichtbar zu machen und seine Mitarbeiter, seine Chefs, seine Kollegen gleichzeitig zu Stars machen zu können. Cool, richtig cool. Also im Prinzip auf der einen Seite das, was kann ich für dich tun? Und auf der anderen Seite das, was kann ich für mich tun? Cool, super. Fallen dir dazu ein paar Bücher ein? Wir hatten heute mehrfach das Buch Lean In gehört. Von wem ist das nochmal? Sheryl Sandberg heißt die. Mhm. Das ist Nummer 2 oder 3 von Facebook immer noch oder gewesen oder ich weiß nicht genau. Mhm. Dann das Arroganzprinzip von Dr. Peter Modler. Mhm. Finde ich da gut. Also der hat auch was für Männer geschrieben. Ich glaube, das Königsprinzip, weil das schon mal, da finde ich schon die Titel, finde ich schon sprechend für den kulturellen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Und was mich auch noch sehr beeindruckt hat, in der Forschung, woher kommt der ganze Quatsch zwischen Männern und die Unterschiede, ist ein Buch, das heißt Eine kleine Geschichte der Menschheit von einem Herrn Harari. Ah, das. Mh. Ja, das fand ich deswegen so. Ja, das habe ich mir gerade bestellt. Es wird mir gerade auch empfohlen. Mhm. Ja. Echt? Wie heißt es? Eine kleine Geschichte? Der Menschheit. Mhm. Eine kleine Geschichte. Geil. Weil da ist sozusagen, also was mich am meisten daran interessiert hat, ist, war, dass er sagt, weil eine der großen Voraussetzungen dafür, dass die Menschen sind so, wie wir sind, mit der ganzen Kultur und den riesigen Systemen, in denen wir leben, ist, dass wir eine fantasiebegabte Sprache haben. Das heißt, wir können über Dinge kommunizieren, die nicht da sind oder noch nicht da sind. Und weil dann aber sozusagen an diese Geschichten viele Leute glauben, werden sie real. Also sein Beispiel zum Beispiel sind die Menschenrechte. Ne? Die ist nur eine Idee. Mhm. Aber weil zunehmend mehr Menschen glauben an diese Idee, sie wird Wirklichkeit. Weil vor, sagen wir, 3000 Jahren in Babylon gab es ein völlig anderes Menschenbild. Das war auch eine Idee, aber basierte auf völlig anderen Voraussetzungen. Oder auch die Idee von irgendwelchen großen Automobilfirmen, ne? Ist nur erstmal nur eine Idee, dass da am Schluss ein Auto rauskommt, basiert auf der Tatsache, dass viele Menschen daran glauben, dass da die Zulieferer schon das zuliefert und dass die Ingenieure das schon machen und dass die Entwicklung das schon irgendwie hinkriegt und dass es da draußen Tankstellen gibt. So, und dann kommt am Ende ein Auto raus. Und das ist für mich ein schöner Gedanke, weil damit können wir uns natürlich Geschichten ausdenken, an die wir schön finden. Und wenn wir nur dafür sorgen, dass viele gemeinsam sagen, das ist eine Geschichte, die es wert ist, in die Welt getragen zu werden, dann kann sie auch Wirklichkeit werden. Das mag ich an dieser Buch und in der Idee. Klasse. Toll. Vielen Dank. Die packen wir alle in die Shownotes, die Buchempfehlung, dass sich unsere Zuhörer und Zuschauer sich das auch entsprechend mal bestellen oder besorgen können. Nein, damit sie sich das bestellen oder kaufen können. Bitte kaufen. Nein, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Genau, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Ja, damit sind wir am Ende dieses, wie ich finde, super mega spannenden und lehrreichen Interviews angelangt. Das war länger, als wir normalerweise unsere Interviews führen, weil wir haben ja auch 2 Leute interviewt. Von daher, das muss noch länger dauern. Wir mussten das von beiden Aspekten abklopfen. Genau. Vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind, die bei Facebook mit dabei waren, sich das angeschaut, fleißig kommentiert haben und auch die sich das dann angehört haben bis zum Ende. Wenn ihr mehr von uns wissen möchtet, schaut mal auf unserer Webseite www.die-berufsoptimierer.de, wo ihr auch unseren Blog findet, wo ihr auch den Zugang zu unserem Newsletter findet. Kommt auf Facebook, liked uns auf Facebook oder kommt in unsere Gruppe Zufrieden arbeiten, erfolgreich leben. Oder, was jetzt gerade wieder neu mit Leben erfüllt wird, kommt auf Instagram, wo wir auch mittlerweile vertreten sind. Wir haben heute nicht so ganz über das Thema Vision gesprochen, doch ist doch ganz konkret, kann die Frage sein, was ist deine Vision von deinem Leben? Ja, was ist, möchtest du in Zukunft diese gläserne Decke über dir haben? Möchtest du immer nur klein, 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 klein? Oder möchtest du mal groß denken? Und wir denken ganz konkret groß. Wir Berufsoptimierer haben nämlich die Vision, eines Tages, um ganz konkret zu sein, bis Ende 2020 1 Million Menschen mit diesem Podcast
geholfen zu haben, ein erfolgreiches und glückliches Leben anzustreben und zu erreichen. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Menschen damit zu helfen, dass sie ein erfolgreiches und glückliches Leben haben und du auch selber eins haben möchtest, dann gib uns jetzt deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Damit verabschieden Bastian und ich uns von dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, und ich übergebe das letzte Wort unseren Interviewgästen. Ich würde so formulieren: Manchmal ist es gut, sich die Erlaubnis zu geben, was anderes zu machen als normal. Manchmal ist es gut, in den Schuhen oder Haaren einer anderen Person einmal die Welt sich genau anzugucken. Manchmal ist es einfach hervorragend, spannend und ein Abenteuer, etwas auszuprobieren, was ich schon immer mal machen wollte. Manchmal ist es gut, dass wir Menschen sind und nicht Männer oder Frauen. Manchmal ist es gut, dass wir Männer sind. Manchmal ist es gut, dass wir Frauen sind. Und manchmal ist es gut, wenn wir einander begegnen. Bis dann. Ciao.